Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Schwarz 2 Wedlock Challenge mit mir, dem Nick. Und wir stehen vor Turner. Ich zeige euch mal kurz mein Team. Ich habe alles hochtrainiert auf 36. Zoroark trägt eine Marunbeere einfach so, weil ich nichts anderes habe. Schmarotzer, Kraterschlag, Kratzfurie, Folterknecht hat sich nichts geändert. Genauso wenig, wie sich hier geändert hat. Morgengrauen ist falsch einsortiert, sehe ich gerade. So. Hier. Britzel hat sich entwickelt zu einem Voltula und ist jetzt richtig krass mit Ampelleuchte unterwegs. Oh ja. Hier hat sich nichts geändert, hier auch nicht und hier denke ich auch nicht. Ist das hier falsch einsortiert? Ja gut, ist ja Step. Ja, passt. So, mein Plan. Ich leade mit Zoroark, also Team Zoroark und Tobi werden das hier machen, hoffe ich. Weil ich Angst vor einem, wie heißt die Vorentwicklung von Dravigata? Dieses Krokodil, ja, Unlichtboden. Das wäre nicht gut für Tobi, darum leade ich mit Zoroark und hoffe, dass es hat. Als erstes, wenn er es hat. Ich kenne es, sein Signature nicht. Ich glaube, er hat eine Onix noch. Ja. Schauen wir mal, wie ich mich schlage. Oh, der redet nicht lang da. Da geht's gleich los bei dem. Muss zugeben, wir haben ein bisschen Schiss vor Turner. Rockheimann. Genau das meine ich. Das ist es. Okay. Nicht wundern, es ist nicht Yvonne. Es ist so Rock. Ja. Ich bin schneller. One-Hit? Okay. Zitrobeere? Ja, okay. Dampfwalze. Nein! Trugbild hat mich genatzt. Das Problem an Trugbild ist, dass man dann hier wieder zurückgesetzt wird. Okay. Ich werde auf jeden Fall auswechseln, weil Zoroark ein paar Debuffs drin hat, sage ich mal. Okay. Ich habe Pokewiki offen. Was holst du als nächstes? Du kleiner Penner. Sandschirm ist es auch doof. Onix. Oh, da habe ich, glaube ich, nichts Effektives gegen. Ist das Bodenstein, das Scheißvieh? Ich meine, Onix ist ja... Das einzige Effektive, was ich dann hätte, wäre Zoroark. Aber ich muss auswechseln, weil ich Folterknecht habe. Das ist scheiße. Ja, ne? Jetzt eine Wasserattacke. Vierfach effektiv. Bam! Onix, ja, aber habe ich nicht. Ey. Wie viel mache ich denn damit? Hälfte? Nice. Das erhöht deine Init, oder? Ja. Okay, dann bist du jetzt schneller als ich. Was magst du jetzt? Steinhagel. Okay. Steinhagel hätte ich nicht erwartet. Zu früh schon. Okay, Onix ist weg. Sandama. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Bleib mal drin. Ich weiß gerade nicht, was für ein Typ das hat. Also Boden auf jeden Fall, ja. Aber was noch? Nevermind, das ist ein reines Boden-Pokémon. Ja. Alter, Tobi, please.
Die Hex. Die Hex sind da. Psychokinese. Die heilige Psychoattacke. Da ist sie. Tobi ist jetzt auf. Okay, das war auch schon voll mein Schenk. Staloboar hast du. Kann das Steinkante? Boah. Ich guck mal ganz kurz sneaky nach. Also ich weiß, Staloboar ist die Weiterentwicklung von Rotomorph. Ich weiß gerade nicht. Ist es ein... Ich hab's befürchtet. Es ist ein Bodenstahl-Pokémon. Das heißt, es hat, wenn überhaupt, habe ich eine Kampfschwäche dagegen. Ansonsten habe ich nichts. Bin immer verwirrt. Weißt du, Zorak verarscht mich immer selber. Okay, Staloboar. Wir nehmen ein Heil-Item. Ja, ich weiß, es war ein Hypertrank. Für Supertrank-Reichweite, ich weiß. Dampfwalze. Holy shit! Okay, ich habe ein Problem. Ich kann jetzt wieder ein Highlighter. Also ich benutze auch noch eins und hoffe, dass ein... Warte. Bin ich noch schneller, ist die Frage. Wenn ich auf Psyana wechsle, kriegt Psyana eine ab. Das möchte ich dann auch nicht. Der macht mich halt Two-Hit. Bin ich schneller? Ich muss eigentlich darauf hoffen, dass ich schneller bin. Hoffen, dass ich möglichst viel Schaden drücke und damit Psyana noch den Rest erledigen kann. Falls du es nicht schaffst, Zorak, es tut mir leid. Bitte, Crit. Crit. Na. Das war unvermeidbar. Tut mir leid. Ich denke nicht, dass er mit einer Dampfwalze Psyana töten kann. Auf aktuellem Stand. Psychokinese ist nicht sehr effektiv, das weiß ich. Aber ich habe nichts anderes. Ich habe nur Psycho- und Normalattacke und die sind alle nicht sehr effektiv. Okay, Psychokinese. Step-Attacke, 100 Damage, also 150. Nicht effektiv sind 75. Das reicht nicht. Nee. Er hat auch noch einen Trank, oder? Oh. Bitte, kein Two-Hit. Zweites Highlight, oder? Ja. Bin mir ziemlich sicher, dass es das zweite ist. Ich befürchte einen weiteren Tod. Viel Damage maximier. Alter! Ja. Tu it. Bin ich noch schneller? Ich denke nicht. Ich muss es versuchen. Können wir mit Ruckzuck-Hieb noch draufhauen? Dann bin ich auf jeden Fall schneller. Macht nicht viel. Tut mir leid, Tobi. Du hast alles getan. Oh. Okay. Britzel und Manu fressen Bodenattacken nicht so gerne. Yvonne und Liliana schon. Jetzt ist die Frage. Liliana hat nichts Effektives gegen ein Staloboar. Yvonne eigentlich auch nicht. Eigentlich habe ich gar nichts Effektives mehr. Bis auf Manu, der hat Karateschlag. Ja, das würde gehen. Ich guck gerade nach. Okay. Meine Entscheidung fällt auf Yvonne.
Ich weiß nicht, was er für Attacken hat. Ich drücke Konter. Hoffe, dass Dampfwalze kommt. Es kommt Steinhage. Auch der ist physisch. Das dürfte dich töten. Ja. Und dann krittest du mich auch noch, du Arsch. Ja? Fuck you. Es tut weh. Kriege ich bitte Dampfwalze einfach als TM? Weißt du, jetzt kriege ich gleich Platscher oder so als TM, pass auf. Ey, das... 5 Orden haben wir. Der Seismo-Orden. Ja, okay. Schon mal besser als... Wow, Abkürzung oder was? Cool. Ich weiß gerade nicht, was kommt. Wendelberg? Possibly? Ja, ich habe gerade zwei meiner Verbindungen verloren. Ja, hier haben wir wieder ein bisschen Story, die uns jetzt nicht so wirklich interessiert, ne? Habe ich ja schon. Und jetzt kommt das PVT. Das habe ich ja schon mal angesprochen. Zählt nicht zur Challenge. Wenn da was stirbt, ist es völlig irrelevant. Aber das Erste, was wir jetzt machen. Ja. Das ist immer hart. Das tut immer weh. Vor allem, weil man da auch nochmal unsere ganzen Verluste sehen kann. Ja, Sorok. Warst nicht lange im Team. Ich mochte dich. Du hast gut reingehauen mit deinem Schmarotzer. Warst schnell. Aber bist leider gegen Turner untergegangen. Es tut mir leid. Tobi. Mein bester Encounter bisher. Ungelogen, mein bester Encounter. Mein bestes Pokémon. Psychokinese, Leute. 37. Psychokinese. Ich hätte es gern noch mitgenommen, aber er hat es leider nicht geschafft, seine Partnerin bzw. Partner zu retten. Und deshalb... Ja. Tut mir leid. Okay. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum tust du nichts in deinem Team? Manche von euch werden es vermuten, warum ich das nicht tue. Weil wir können uns doch noch ein Pokémon holen, Leute. Ein Seso-Kids. Ja? Und das kann ja in meinem Randomizer offenbar alles sein. Und da ich geschenkte Pokémon behalten darf, ist selbst das Geschlecht egal. Heißt, wenn es ein legendäres ist, darf ich es auch behalten. Nee, nee, nee. Du dreckige... Ach. Die Villa. Mit einem Pikachu. Das tut echt weh. Oh ja, Britzels erster Auftritt als Voltula, Alter. Jetzt gibt's erstmal eine Ampelleuchte ins Gesicht. Hier. Bam! Ah ja, das nächste Level Cap. Ich hätte übrigens vor dem Arena-Kampf auf Level Cap gehen müssen, auf 38. Aber ich habe mir gedacht, komm. Gleiches Level reicht, aber nee. Das nächste Level Cap wäre 44. Seso-Kids, da haben wir es so. So. Hey,
Ich muss sagen, Psyana tut weh. Das war mein Lieblings-Pokémon aus meinem Team. Ah, so. Schauen wir mal. Ist das wirklich ein Sesokids? Haben wir schon wieder das? Eigentlich müsste es randomized sein. Okay, das ist kein Sesokids, ja? Das ist ein Tetoxa, meine Freunde. Ein Sesokids. Yeah. Okay. Wie nennen wir denn ein Tentoxa? Ja. Nennen wir denn ein Tentoxa? Kann man überlegen. Moment. Wie hieß denn der? Wie hieß denn der aus One Piece? Der Typ mit dem Wasser. Warte mal. Nein, Leute, das ist wichtig. Das muss ich jetzt. Wie ist der? Das war er. Okay, er hieß. Moment. Dieser Hai. Ihr wisst, wen ich meine. Harlong, Junge. So. Nice. Okay. Fähigkeit Edelmut. Ja, die hat wahrscheinlich das Tetoxa nicht. Okay. Es ist Level 30. Das ist okay. Okay, Arlong. Wassergift. Mit Blubstrahl, Wickel, Säure, Speier und Barriere. Regengenuss. Ist das die versteckte Fähigkeit von Tentoxa? Ich glaub schon, ne? Coole Sache. Finde ich gut. Okay, jetzt braucht es noch einen Partner. Den kriegt es jetzt natürlich direkt. Okay. Alles klar. Eine Anspannung ist übrigens eine richtige Scheißfähigkeit. Mal kurz erwähnen. Tentoxa. Ja, ich. Ja. Kann man mal nehmen. Das Problem ist, wir haben, glaube ich, einen Schmerbe, oder? Und das ist weiblich, oder? Das ist nicht so geil. Obwohl, Velsa wäre ja Boden-Elektro. Boden-Elektro. Boden-Wasser. Heißt also, es hat eine Elektroimmunität, oder? Während Tentoxa eine Elektroschwäche hat. Was gut wäre, weil dann werden sie ihre Schwächen ausgleichen. Schauen wir mal. Wir müssen uns im nächsten Part dann erstmal das PWT geben. Die Musik ist so geil in Maria City. Okay. Was hätten wir denn? Ein Schmerbe und ein Spoink. Dann nehmen wir Kaguya. Verbinde ich dies hier mit Arlong. Okay. Moment, ich muss das mal kurz aufschreiben. Das ist sehr, sehr cool. Und ein Team, was es weit bringen wird. Hoffe ich. Okay. Im nächsten Part gehen wir da durch und machen das PWT. Vielen Dank fürs Zusehen, haut rein und bis zur nächsten Folge Pokémon Schwarz 2 Wedlock Challenge.